Schlauchi Achter raus, macht auch tapfer mit. Hält das Tempo. Tolle Leistung. Ja, und am Horizont die schwedische Westküste mit seinen vielen Schären. Leider kann man gar nicht überall reinfahren, in jede kleine Bucht und an jede kleine Insel. Das ist ja hier wie zugepflastert, die Gegend. Insofern kann ich mir nur einen kleinen Überblick über dieses Revier verschaffen. Wenn ich hier alles anlaufen will, bin ich wohl noch Monate. Denkbar. 2019 war ein skandinavischer Sommer. Die Reise der Widewind führte mich bis ganz hoch in den Norden in die schwedischen Schären. Sei dabei, wenn ich durch die dänische Südsee, über Samsö und Anholt durch das raue Kattegat bis nach Marstrand segle. Erlebe die Strandung der Widewind in einem Sturm und freue dich mit mir über herrliche Ankerbuchten und lauschige Abende im hellen Sonnenschein. Tauche mit mir ein in die faszinierende Welt der schwedischen Schären. Gute Navigation ist hier unerlässlich und zwischen den vielen Inseln und Riffs Weg zu finden. Das Wetter war teilweise recht rau diesen Sommer. Umso mehr freute ich mich dann abends auf einen ruhigen Ankerplatz. Dritter Teil meines Reiseberichts über meinen skandinavischen Sommer 2019. Was bisher geschah? Samsö und Anholt bin ich bei recht ruppigem Wetter in die schwedischen Schären gesegelt, wo das Wetter aufklarte und ich in einer Bucht ankerte. Lustige Situation. Es ist 10 Uhr morgens und ich bin noch nicht unterwegs. Ich habe alle Ruhe der Welt. Ich bin angekommen. Es gibt nichts, wo ich hinfahren müsste. Toll. Na, ich werde jetzt gleich mal Motor anmachen. Und zu der kleinen Insel Wünde kuttern. Das sollte ich mir ja nur nicht nehmen lassen, mir die mal anzuschauen, auch wenn ich vermute, dass das einfach nur ein Steinhaufen ist. Und dann werde ich einfach mal ganz gemütlich entlang der Küste weiterschippern. Wind ist für heute keiner angesagt, sodass ich vermutlich unter Motor bleiben werde. Aber auch egal. Und dann suche ich mir die nächste schöne Ankerbucht. Winter hatte ich bei meinen Turn-Vorbereitungen diese Schäre Wünde entdeckt. Und da ich selber eine Wünde segelte, dachte ich mir, das ist ein guter Startpunkt für meine Reise. Die Insel selber ist vollkommen unspektakulär. Doch aufgepasst, auf dem Weg dorthin kommen mir 3 Schweinswale entgegen. Allein dafür hat sich der Turn gelohnt. Dann vor der kleinen Insel Wünde und jetzt erstmal baden gehen und dann mache ich mir Frühstück. Endlich war das Wasser qualmfrei. Nach so einem Bad habe ich mich schon lange gesehnt. Herrlich, Frühstück und Baden hat gut getan und wenn man lange genug wartet, lösen sich auch alle Probleme von selbst. Ich hatte keine Lust die ganze Zeit zu motoren. Ja, und inzwischen hat sich ein leichter Seewind eingestellt. Schön, aus dem leichten Seewind ist doch jetzt noch eine leichte Brise geworden. Ich kreuz gerade raus aus dem Kungsbacker Fjord. So, 6:30, bin kurz vor Göteborg. Navigation auf meinem kleinen Tablet. Kontrolle immer noch die Karten parallel neben der Pinne liegen. Aber bis jetzt hatte das Teil noch keine Aussätze. Am Horizont kann man viele Schiffe auf Rede legen sehen. Das sind die großen Pötte, die noch nicht nach Göteborg reinlaufen wollen oder auf Ladung warten. Ich selber will hier gleich auf die kleine Insel Wrangö, aber nicht direkt in die Marina, sondern ich will mir wieder einen schönen Ankerplatz an einer Schäre suchen.
fand das gestern so romantisch, dass ich das gleich nochmal wiederholen will. Außerdem weiß ich auch gar nicht, was ich in einer Marina groß soll. 4 Leine ausbringen und das war's. Und dafür muss ich kein Geld bezahlen. Ich habe ja alles an Bord, was ich brauche. Morgen muss ich dann langsam mal sehen, dass ich wieder frisches Essen kriege. Für heute habe ich noch einen leckeren Salat, hartgekochte Eier. Da ich gerade unter Maschine laufe, da der Wind eingeschlafen ist nach 4 Stunden, habe ich den Kühlschrank auch wieder an. Mit ein bisschen Glück gibt es gleich auch ein kaltes Bier. Tja, das hört sich für mich nach einem perfekten Abend an. Ein Steuerbord, die schwedische Westküste mit vielen tollen Naturschutzgebieten, Ankerplätzen, Schären und Buchten, die ich gar nicht alle besuchen kann. Dazu reicht selbst ein monatelanger Urlaub nicht aus. Hier gibt es so viele kleine, schöne Plätze zu entdecken. Echt verrückt. Aber ich verschaffe mir einen Überblick und nehme einfach die Emotionen mit. Heute war ein toller Tag. Ich habe 3 Schweinswale gesichtet, schön gebadet, geplanscht, konnte 4 Stunden herrlich segeln, teilweise 5,5 Knoten, obwohl kaum Wind ist. Das neue Segel zieht echt klasse. Ich bin unten. Schären über Schären, ohne Ende. Einfach genial, die Gegend. Es gab nicht nur überall Schären, sondern am Anfang überraschte mich, wo überall Boote dran festmachten. Diese Abbiegung rechts, zum Steuerbord, da ist die Marina Wrangel schon zu sehen. Ankern vor Wrangö. Ich würde sagen, da habe ich doch ein schönes, lauschiges Plätzchen gefunden. So, der Ankerball ist gesetzt. Zeit, was zum Abendbrot zu machen. Ich habe noch leckeren Salat, 2 hartgekochte Eier, die hatte ich mir neulich schon gemacht, Tomaten, Paprika, frisches Weißbrot und ein bisschen Thunfisch. So, fertig. Auch aus wenigem lässt sich etwas Leckeres kredenzen. Guten Appetit! Die Wildgänse gehen zu Bett. Das Ganze hier ist ein riesiges Naturschutzareal. Es war meine 2. Nacht in den schwedischen Schären. Und ich lauschte der Stille, unterbrochen von den Geräuschen der Tiere und aus der Ferne das Brummen der Motorboote. Am nächsten Morgen wurde ich schon früh wieder geweckt. Die Sonne kam hoch, genauso wie sie untergegangen war. Einfach grandios. Auf dem Weg zum morgendlichen Einkauf hat man eine wunderschöne Aussicht über die gesamte Schärenlandschaft. Ich wollte von meinem Liegeplatz aus über die Schäre mal eben in den Hafen gehen, um einzukaufen. Aber diesmal eben über die Schäre aller Luftlinie stellte sich als grober Irrtum heraus. Es war beschwerlicher als gedacht. Von wegen mal kurz über den Hügel klettern. Ich bin schon eine ganze Weile am Kraxeln. Nach jedem Felsen kommt ein neuer, dann wieder ein Umweg. Puh, da bin ich schon ganz außer Atem. Ich
Ich war viel zu früh in dem kleinen Örtchen angekommen. Der Kaufmann hatte noch gar nicht offen und so hatte ich noch eine Stunde Zeit, mir die Ortschaft anzuschauen. Ich kam mir vor wie in einem Film von Astrid Lindgren. Natürlich gab es einen befestigten Weg durch diese Klippenlandschaft, den ich aber erst auf dem Rückweg vom Hafen aus gefunden hatte. Tatsächlich ein sehr schöner, romantischer Weg. Ist halt alles Naturschutzreservat hier. Es gibt hier viele Vögel, Robben und Schweinswale hatte ich auch schon gesehen. So, und nun muss ich mich sputen, dass ich mein Frühstück fertig kriege und baden gehe. Der Biedewind wartete noch auf mich. Nichts wie hin, baden gehen, frühstücken und dann Anker auf. Und es verspricht wieder ein schöner Segeltag zu werden. Es soll weiter Richtung Norden gehen. Hier draußen vor der Ausfahrt nach Göteborg sieht man wieder die ganzen großen Schiffe auf Reede liegen. Und hinter mir liegt die Insel Wangrö, wo ich gerade geankert hatte. Ich sitze extra nicht so viel Segel, damit ich ein bisschen mehr von der Fahrt habe. Immer gut auf die Karten achten, damit ich mich nicht vernavigiere. Vor Göteborg herrschte reger Schiffsverkehr. Es galt, das Hauptfahrwasser zu durchqueren. Anschließend suchte ich meinen Weg durch die faszinierende Inselwelt. Schweden haben es mit den Ös. Steuerbord die Insel Grötö. Backbord die Insel Hönö. Und voraus die Insel Ockerö. Und dazwischen ein reger Fährverkehr, der all diese Inseln verbindet und der natürlich Vorfahrt hat. Es herrschte wieder günstiger Segelwind und so entkam ich auf dem letzten Teil der Strecke dem monotonen Klang der Maschine.
16 Uhr, Ankerplatz Insel Höge gefunden. Aber man merkt, in der Nähe von Göteborg, es wird immer voller. Viele Motorbootfahrer und auch hier die ganzen Segler, die ankern. Wahnsinn. Seekartennavigation und Logbuchführung. Oh, nehme ich relativ ernst. Essen hält Leib und Seele zusammen. Und da ich gut eingekauft hatte, kam der Bordgrill zum Einsatz. Der Wein ist schon mal lecker. Der Salat auch. Welch ein herrlicher Abend. Ich war am Land meiner Oma Jenny Bäckström. Und so beschloss ich, wie es sich für Schweden gehört, splitternackig baden zu gehen. Ich beendete den Abend mit einer Wanderung über meine kleine Schäre. Ich war beeindruckt von der faszinierenden kargen Pflanzenwelt und den Stimmen der Tiere in der Ferne. Ich fühle mich ja manchmal einsam, aber bei so einem Sonnenuntergang weiß ich mein Glück zu schätzen, freue mich meines Lebens und weiß, dass mich viele darum beneiden werden. So, das war nun der dritte Teil meines Reiseberichts zum Thema Faulenzen in den Schären. Im nächsten Teil besuche ich die imposante Festungsanlage Marsstrand. Und natürlich geht es weiter auf so manche Schäre Richtung Norden. Und wenn dir mein Kanal gefallen hat, so schenke mir ein Like und abonniere ihn und folge den weiteren Abenteuern der Biedewind.